Columbia hatte nie Stars. Man war dort auf der Suche nach einem. Man hatte Rita Hayworth in den 40ern und Jack Lemmon und Judy Holliday in den 50ern. Zusammen drehten Holliday und Lemmon 1954 Lemmons ersten Film. Die unglaubliche Geschichte der Gladys Glover unter der Regie des großartigen George Cukor. Jacks erster Film, er war ein Grünschnabel. Er kam gerade vom Theater und vom Fernsehen. Jeder Schauspieler, der zum Film wechselt, muss lernen, dass die Technik beim Film eine ganz andere ist. George Cukor mochte lange Szenen, lange Einstellungen. Deshalb arbeiteten viele Schauspieler gern mit Cukor, weil er sie nicht dauernd unterbrach. Sie drehten eine sehr lange Einstellung und Cukor rief: Schnitt! Wunderbar! Brillant! Das war wunderbar, Jack! Ganz wunderbar! Wunderbar, Judy! Wunderbar, Jack! Lasst es uns nochmal machen, diesmal weniger. Jack Lemmon sagte: Okay, klar, wissen Sie, ich muss die neue Technik ja auch erst lernen. Also, Action! Sie fingen nochmal an, drehten diese endlos lange Szene, meisterten alles mit Bravour. Schnitt! Jack sagte: Judy, das haben wir super gemacht, das war großartig, toll. Cukor sagte: Ja, Judy, wunderbar. Jack, wunderbar. Aber lasst es uns noch mal machen. Und Jack: Weniger. Weniger. Less. Lemmon regte sich auf, weil er glaubte, alles richtig gemacht zu haben. Er hatte die Nase voll und meinte: Das war ganz untypisch für mich, aber ich konnte einfach nicht mehr. Er fragte: Wollen Sie mir erzählen, Mr. Cukor, dass ich gar nicht schauspielern soll? Und Cukor sagte: Ja, um Himmels Willen, bitte, spielen Sie nicht. Das ist die große Lektion für jeden Filmschauspieler. Lemmon sagte, es war die größte Lektion seiner Filmkarriere.